Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu den heutigen Fischen zwischen dem Grasshopper Club Zürich und dem FC Aarau. Vom Ball getrennt. Ja, machen wir die Aufstellung vorher noch komplett. Achtung, Ball gewinnt an vom Dominik Schmid. Leit ab auf den Petar Pusic. Peti könnte schlänzen. Macht es aus! 1:0 für GC! 6. Spielminute. Peti Pusic mit seinem linken Zauberfuß schlänzt er in der rechten Ecke. Fantastisch! 1:0 für den Rekordmeister. Danke, Peti Pusic. Ja, ein offensiver Ballgewinn hat da Aarauer fast überfordert. Und GC hat das dann geklärt. Ich möchte Kontrolle haben. Gefällt mir eigentlich nicht schlecht über die linke Seite. Jetzt der Legnani. Könnte flanken. Macht das auch auf den weiten Pfosten. Aarau kann klären. Zweite Ball landet. Aber bei Arrigoni. Arrigoni im 16. Arrigoni immer noch im 16. Arrigoni! Ja, 2:0 GC! 17. Spielminute, Alan Arrigoni! Arrigoni tankt sich durch wie ein Spitzenstürmer. Und das mit grossen Schritten und mit einer Portion Glück, würde ich jetzt mal behaupten. Aber uns soll es recht sein: 2:0 für den Schweizer Fußball-Rekordmeister. Ja, also Aarau fragt sich wahrscheinlich, was passiert da. Wir haben eigentlich gefühlt die 70% Ballbesitz, aber GC führt mit 2:0. Es sind noch nicht mal Pfeifen, dann ist der Alkiger mit ein Platz auf der rechten Seite, läuft Richtung Strafraum-Eck. Jetzt läuft er Richtung Grundlinien runter. Jetzt muss die Flanke kommen, kommt auch. Und da kommt tatsächlich ein Aarauer noch an Kopf. Der Böhle hat vermutlich sogar gepasst, aber zum Glück hat er dann nicht mehr richtig Drive hinter den Ball gebracht. Nicht alle Spieler perfekt mitlaufen. Conor Ronan ist da hart angefangen worden von der Aarau. Randy Schneider mit dem Ballgewinn. Er spielt da rechts raus auf den Liridon Ballai. Der zieht ab und trifft den Pfosten. Liridon Ballai mit der Grosschance nach 26 Spielminuten. Aber der Ball kommt noch in die Mitte auf den Spadanuda. Und Almeida mit dem Abschluss kann geklärt werden vom Zvekovic. Kontermöglichkeit jetzt für GC Dusel nach dem Abschluss vom Liridon Ballai aus Ultraspitze. Das Mittel, dass GC da sofort Druck macht. Irgendwann küchelt es den Ball mal in die Spitze. Schöner Ballgewinn jetzt von Bonatini. George Fitt, Mitte auf den Demaschei. Demaschei auf den Pusic! Pusic, das ist 1:0 für GC! Das ist ja unglaublich! Das gibt's ja nicht! Fantastische Kiste wieder von Peti! Oh, Effizienz per excellence, da, was der Grasshopper Club Zürich heute zeigt im kalten Letzigrund. Dritte Chance, drittes Goal und zum zweiten Mal am heutigen Abend ist unser Peti Pusic. Seite über den Raul Giger. Der spielt auf der Skelzegasche. Erster Ballkontakt für die Nummer 10 vom FC Aarau. Vier Kugeln wieder auf der Gashi. Gashi schickt gerade Stojilkovic in der Mitte. Nein. Und das ist schon 3:1. 1:3 aus Sicht vom FC Aarau. Nach anderthalb gespielten Minuten, die beiden Einwechselspieler reüssieren, also Stojilkovic trifft auf den Pass vom Skelzengaschi und Stojilkovic. Ronen, der mit ihm zusammen kann klären, aber der Ball wird einfach lang geschlagen und vom TS noch gerade wieder zurück in die Spitze gebracht. Jetzt schöner Ball, das ist kein Offside, Stojilkovic. Oh! Riesenparade von Mateo Matic. Fantastisch, wieder die Kratz, die 1:1 mit dem Stojilkovic bewahrt uns der Matic vor dem Andres Santos da treibt da, findet der Petar Pusic auf der rechten Seite. Da Silva wird auch angespielt. Da Silva im freien Lauf im 16. Da Silva mit der Parade vom Enzler. Da Silva zieht voll durch mit dem Dampfhammer, aber leider ein bisschen zu wenig präzise. Und der Enzler rettet für den FC Aarau. Ja, aber gar nicht schlecht gemacht. Santos, das Dreieckspiel bei GC. Funktioniert zu halb, habe ich sagen, aber dann der Pusic wieder mit einem schlechten Pass und Ballverlust. Aber Aarau mit dem katastrophalen Fehler. Nuno da Silva im 16er kann sich aber behaupten gegen den Enzler. Der zweite Ball. No! Lattenschuss! Christian Bonde röstet sie an die Latte. Er landet nochmal beim Pusic. Wieder auf den Bonde. Bonde! Bonde! Ich fasse es nicht! Wie ist das möglich? Geht sie in die andere Richtung? Nein, geht sie, kann sich Kugeln wieder zurückholen mit dem Totti. Totales Chaos. Ich weiß nicht, wie das kommentieren. Nuno da Silva auf der rechten Seite. Nochmal auf der Ponte. Zweimal Aluminium und jetzt den Fehlpass. Wahnsinn. Aber der hat das wirklich wieder sein Größte. Zweimal mit etwa 150. Schöner Ballgewinn jetzt vom Nobrega. Der Ponte schickt dann den Giorgi. Giorgi Velay im 16. Nicola Giorgi! 4:1! Ja, ganz gross. Jetzt ist der Sack im Trocknen, jetzt sind wir uns sicher. Grasshopper Club Zürich nehmen heute die drei Punkte mit aus dem letzten Grund.
Und wunderbar, wunderbar spielt sie von Anfang an. Es war spannend, lang, lang spannend, trotz dem Spielstand. Es ist noch nicht fertig. Nein, es ist noch nicht fertig. Dazwischen der Ball vom Enzel landet aber nur beim Da Silva. Wenn sich der behauptet gegen zwei. Da Silva, ja, macht das sehr gut, spielt irgendwie auch noch zurück zum angesprochenen Arrigoni. Der bringt den Ball zum Santos und jetzt hat Fedaisan genug gesehen. GC Güntemacz mit 4:1.